Und zwar starte ich gleich mit der Frage. Wie sicher habt ihr euch denn mit den Interviews gefühlt? Ne? Ihr wart jetzt sehr spontan in so einer Interviewsituation und habt Fragen, die jetzt schon mal halb strukturiert, ist schon mal ein sehr gutes Qualitätsmerkmal für ein Interview. Also es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man qualitativ gute Antworten kriegt und sie hinten raus eben nutzen kann. Ja, das ist schon mal ein sehr guter Start. Bei der Frage, um die es jetzt geht, also es ging um, wie stellen wir die richtigen Fragen? Ich frage jetzt, wie stellen wir die Fragen richtig? Ja, bei der Frage würde mich interessieren, wie sicher habt ihr euch denn gefühlt? Es gibt Mikros. Hier wird so ein... Es war kein gezieltes Fragen. Es war kein gezieltes Fragen, das heißt, man fängt gezielt an und dann fragt man nach. Also, genau, also man muss ja nachfragen, also die erste Antwort reicht nicht. Ja? Und dann ist die Frage, wie frage ich denn geschickt dann noch so, dass ich am Ende, also denken wir mal vom Ziel her, irgendwas auf die Straße bringen kann, was von Wert ist für den Kunden oder gezielt das Produkt entwickeln kann oder ähnliches. Ja? Also vom Ende gedacht, es ist für meinen Geschmack jedenfalls, zu zufällig, was in der Mitte passiert. Ja, also am Ende muss ich die Frage beantworten können, wie muss denn dieses Businessbuch gestaltet sein, damit es auch tatsächlich den Job to be done erfüllt. Ja, und dieses Wie sieht der ganz spezifisch aus, da liefert das Kartenset einen sehr guten Start, aber wir können nicht 100 Karten in einem Interview nutzen. Ja, also das heißt, es muss auch ein gewisser Part von der Person übernommen werden in dem Spiel. Trotzdem sind wir nicht 100%ig akkurat. Ja, das heißt, ein Teil ist auch immer Intuition. Und zu Beginn also würde ich mit euch eine kleine Übung machen. Die geht ganz fix und die ist auch sehr ungewohnt, aber sehr lehrreich. Und zwar, wir machen eine Spiegelung. Und zwar mit etwas, was eigentlich in der Welt ein Fauxpas ist. Wir schauen uns jemanden an, den wir nicht kennen, also wir bilden jetzt Paare und 2 Minuten lang bilden wir Hypothesen über diese Person. Ja? Also wir sagen der Person ins Gesicht, du wirkst auf mich so, so und so. Du hast Geschwister, du kommst vom Land, du bist eher der soziale Typ. Wenn du mal Stress hast, dann gehst du damit so und so um. Und es ist ganz klar, es ist ja nur der erste Eindruck, es kann nicht stimmen. Ja? Aber ein Teil stimmt eben doch. Ja? Und das ist dann eben die richtige Intuition. Damit lasse ich euch jetzt mal stehen, einfach so, geradezu im Regen. Aber es lohnt sich hinten raus, das ein Stück weit auszuhalten. 2 Spielregeln, die sind natürlich wertschätzend. Ich weiß, ich brauche es nicht sagen, aber ich sage es trotzdem immer wieder dazu. Und das Zweite ist, versucht mal, so eine Ebene über euch auch zu beobachten beim Fragen. Ja, das gehört zur Intuition mit dazu. Ich setze da eben nochmal an. Das heißt, jeder sucht sich einen Partner, den er sie nicht kennt und ich gebe die Zeit vor. Ja, also ich sage, ab jetzt starten wir mit Hypothesen. Ihr könnt euch gerne auch ein paar Notizen machen. Genau, also es gibt, genau, gute Frage. 2 Minuten bildet die eine Hypothese, Hypothesen über den anderen, dann wird es 2 Minuten lang aufgelöst und dann umgekehrt. Ja? Hat jeder seinen Partner? Stopp, ich gebe vor, wann wir starten. Ja? Hat jeder einen Partner? Dürfte ich jemanden von euch bitten? Cool, vielen Dank. So, dann habt ihr ab jetzt 2 Minuten.
Nee. Also zunächst mal One Way, dann habt ihr 2 Minuten, um quasi aufzulösen und dann tauschen wir erst. Und stopp. Stopp. Und jetzt wird aufgelöst. Also jetzt könnt ihr mal schauen, was hat denn gestimmt, was nicht. Ihr habt 1 bis 2 Minuten Zeit. Ich sag dann nochmal an, wann wir es umgekehrt eben nochmal durchspielen. Kommt langsam zum Auflösungsabschluss. Darf ich noch mal kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Kurz mal alle Augen zu mir, es tut mir wirklich leid, dass ich diese anregenden Gespräche unterbrechen muss. Kurz nochmal alle Augen zu mir. Ich versuche euch nochmal einzusammeln. Alle Augen zu mir. Perfekt. So, ich lade euch ein, das später fortzusetzen. Ja? Und jetzt gebt eurem Interviewpartner die Möglichkeit, das Gleiche zu tun. Ja? Also 2 Minuten, Hypothesen. Und dann lösen wir wieder auf.
So, die 2 Minuten sind jetzt um. Ihr könnt langsam in die Auflösung kommen. In die Auflösung kommen jetzt. Genau, genau. So, wir kommen langsam zum Abschluss, noch den letzten Aspekt vielleicht auflösen. Okay. Wir machen weiter. Ich möchte euch nochmal dazu einladen, zusammenzukommen, nochmal die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Bitte, bitte. Ja. So, langsam nochmal die Aufmerksamkeit nach vorne richten. Ich lade euch nochmal ein, dass ihr die Gespräche dann hinten raus weiterführt. Sie scheinen sehr interessant zu sein. Ich komme mal dazu, ich lade auch euch ein. Scheint ja sehr interessant zu sein, trotzdem nochmal. Perfekt. Und zwar, die Frage an euch. Schräg, oder? Schräg. Fragezeichen. Vielen Dank. Aber es wart ihr, also ich habe ja nicht viel gemacht. Mal so ein Gefühl, wie akkurat war das denn? Wie viel Prozent, wenn es geht, lagt ihr quasi richtig, war korrekt? 50 Prozent? Cool, ja? 90 Prozent richtig, keine Seltenheit. 95, genau. Ne, also, das sind sehr klassische Zahlen. In der Personalauswahl, ne, sagt man, okay, eine falsche Personalentscheidung aufgrund von Interviews ist sehr teuer. Ich behaupte, bei Startups ist es noch teurer. Ja, also da ist weniger Puffer, mit dem man verkraften kann. Und wenn man die Interviews auch noch falsch durchführt und das Produkt drauf auslegt, also brauchst nichts sagen. Ne? 10% können ganz schön wehtun. Also 10% sind Intuition und Zufall. 50 tun auch weh. Ja, und man könnte jetzt sagen, okay, wir mitteln das raus. Ja, wenn wir ganz viele Leute fragen, dann wird es schon akkurater sein. Ich sehe die ersten Köpfe den machen, klar, es geht ja um User Stories. Ja, also es gibt keine gemittelte User. Also du musst verstehen, was in den
Köpfen abgeht, nicht was in vielen Köpfen abgehen könnte und dann ist schon irgendwie fein. Ja, das heißt, man kann sich's ganz oft nicht leisten, bei entscheidenden Fragen nach Intuition zu gehen. Alle von euch kennt Professor Kruse, ist das so? Ja? Der sagt, Intuition ist der einzige Weg, wie wir mit komplexen Systemen umgehen können. So eine Gründung ist extrem komplex. Gewisse Fragen aus der Gründung sind extrem komplex. Das heißt, um Intuition kommen wir nicht herum. Nun schafft man eine gute Intuition, indem man, so sagt er, über einen langen Zeitraum über die Fähigkeiten hinaus diese Intuition testet. Wie oft machen wir das? Also wie oft führt ihr Interviews? Ja. So, und das Ding ist, wir können diese Intuition nicht entwickeln, so dass wir ihr folgen können. Das heißt, wir müssen irgendwie über einen externen Ansatz rangehen. Ja, also wie zum Beispiel eben diese Karten. Ja? Die geben uns Struktur. Ein halbstrukturiertes Interview gibt uns Struktur. Eine Art und Weise, wie wir die Erkenntnisse aufsetzen und davon lernen. Also ein übergeordneter Lernprozess. Das ist gerade bei Lean Startups natürlich ein zentraler Punkt. Ja? Der gibt uns Struktur und dann auch hinten raus mehr Sicherheit. Eine weitere Sache ist zentral, der Fokus auf einen selbst. Ja, also wir können das vielleicht nicht üben, aber wir können bestimmte Aspekte, die unbewusst ablaufen, bewusst werden lassen. Und damit arbeiten eben auch in der Regel, also ich hoffe, die meisten Recruiter, ja, die sagen, ich kann es mir nicht leisten, dass ich 500 Interviews führe, bis ich mal eine gute Intuition habe, dann hat sich das Umfeld, in dem ich diese Intuition erworben habe, geändert und ich kann wieder nichts. Das ist irgendwie unpraktisch. Das heißt, ich muss irgendwas anderes haben, was mich sehr schnell fähig sein lässt, gute Informationen aus einem Interview rauszuziehen. Und mich als Messinstrument, weil das ist man in der Situation, zu schärfen. Ja? Und das ist der Fokus auf Beobachtungs- und Beurteilungsfehler. Das sind einfach Arten und Weisen, wie Menschen halt funktionieren. Ja? Weil wir würden nicht überleben können, wenn wir nicht mal kognitive, also kurze Wege gehen würden, statt akkurate Wege. Ja? So ein Vorurteil hat oft einen praktischen Nutzen im Alltag, aber halt nicht, wenn du ein Produkt designst. Und deswegen werden wir jetzt, nachdem ich euch hoffentlich ein bisschen zärtlich irritiert habe, so ein paar Sachen an die Hand geben, wie ihr euch selbst eben in solchen Situationen reflektieren könnt. Und es sind sehr alltagsnahe Aspekte. Ja? So ein klassischer Beurteilungsfehler ist die soziale Zugehörigkeit, ja? Oder sowas wie Nationalität. Wenn ich jetzt in einem Interview einen Japaner vor mir sitzen habe, ja? Geht bei mir sofort die Lampe an, Japaner sind fleißig. Ja, und wenn ich nicht sofort oder an irgendeiner Stelle nachfrage, wann stehst du denn auf, und ich muss intuitiv ergänzen, dann denke ich mir, der steht total früh auf und der bleibt bis total spät. Ja, und ich kann aber nicht alle Aspekte hart abfragen. Ja, sie laufen im Hintergrund einfach mit. Das heißt, ab dem Moment, wo ich eine Aussage treffen will über, wie fleißig ist jemand, und ich habe nicht explizit nachgefragt und mir keine Beispiele geben lassen oder, weil das ist auch total wichtig, dass man nicht sagt, wie bist du, so, okay, vielen Dank, sondern man es an ganz konkreten Situationen eben festmachen kann. Also wenn ich nicht gefragt habe, dann muss ich mich fragen, wie komme ich denn auf diese Erkenntnis? Ja, habe ich mir das jetzt dazu gesponnen oder habe ich das wirklich aus einem konkreten Beispiel heraus für mich eben gefunden? Eine weitere Sache, der fundamentale Attributionsfehler. Der klingt total fancy. Alle Psychologen finden es total toll, wenn sie denen sagen, das ist ein fundamentaler Attributionsfehler. Meint nur, ich beziehe quasi meine Reflexion, wieso jemand tut, was er oder sie tut, auf die Person und nicht auf den Kontext. Ja, also wenn jemand immer zu spät kommt, dann
denke ich mir schnell, das ist halt eine Person, die hat so ihren, keine Ahnung, Alltag nicht im Griff, ja, die steht vielleicht zu spät auf, ja, und kommt nicht so klar mit der Struktur, die er die sich gibt, aber vielleicht wohnt die Person total weit weg und es gibt keinen Bus, der da quasi rechtzeitig kommt. Könnte ja sein, ja. Aber man muss es sich halt mitdenken, also sich selbst hinterfragen, wieso komme ich zu dieser Annahme? Hat jemand noch ein Beispiel für einen fundamentalen Attributionsfehler? Das, sobald man das kennt, sieht man es überall. Das ist total verrückt. Ein Beispiel will ich, also fällt euch was ein, wo ihr euch denkt, es könnte auch anders sein. Jemand mit Übergewicht, genau. Das ist es kommt schnell der Gedanke, der hat halt keine Disziplin. So, ja. Aber es gibt auf jeden Fall andere Erklärungsmuster. Ja? Also es kann auch nie gelernt sein. Oder, ja? Obdachlose haben meistens eine Geschichte an Brüchen in der Biografie. Und wenn man sie so sieht, auf der Straße, denkt man einfach nur, oh Gott, ne? Was für ein, sag mal, Idiot, wie kann das sein, dass du auf der Straße lebst? Ne? Also ja. Oder extrem wohlhabende Menschen. Es ist auch, also auch das Umgekehrte. Ja? Man geht implizit davon aus, die Person hat sich das erarbeitet, hat es irgendwie verdient. Ich sage nicht, dass das keiner verdient hat. Ich sage nur, vielleicht wurde man halt reingeboren. Ja? Und fängt halt hier an und nicht hier. Ja? Der Halo-Effekt. Hallo-Effekt. Der meint nichts anderes als, eine Eigenschaft überstrahlt alle anderen. Ja? Also wir haben so eine Jobs-to-be-done-Karte und die sagt, die Person hat schon mal gegründet. Ja, und jetzt frage ich die Person aus über ein Businessbuch. Ja? Gehen implizit ganz viele Annahmen los. Ja? Also die Person weiß natürlich, wie man mit einer USP umgeht. Die Person würde natürlich zuerst auf die Zielgruppe schauen und auf den USP und sich dann erst ein Logo entwerfen lassen. Ja? Tatsächlich ist es ganz oft umgekehrt. Also ich bin Gründungsberater und ganz oft kommen Leute zu mir und es geht, also schon in der Auftragsklärung heißt es so, ja, ich habe auch schon ein Logo. Dann so, hey, hast du schon mal mit deiner Zielgruppe gesprochen? Nee, das kommt dann noch. Ich denke so, ja, okay. Und es ist mein drittes Business. Ah, okay. Interessant. Und also man fängt oft mit dem an, wo man sich wohlfühlt, was man kann. Ja, und das, was schnelle Achievements mit sich bringt. Und wenn das Feature, das ich jetzt in dieser App habe, an der ich total hänge, sich als unnütz erweisen würde, das wäre für mich persönlich ein ganz schön harter Schlag. Deswegen, das schiebe ich mal noch so ein bisschen vor mir her. Ja, aber das finde ich nicht heraus, wenn ich im Interview nicht explizit danach frage, weil ich gehe davon aus, hat schon gegründet, also ne, was soll's. Halo-Effekt, der Klassiker ist, was schön ist, ist gut. Schöne Menschen sind schlau, schöne Menschen sind immer nett. Ja? Dabei sind schöne Menschen in der Regel einfach nur schön. Ja? Das sind jetzt Aspekte, die ich beziehe auf, wir bewerten eine Person, ja? Aber die wirken genauso mit einem Produkt. Also wenn ich höre, es ist eine App, gehe ich davon aus, ich komme schnell ran. Ja, es ist App Store, zack, habe ich sie. Ganz viele Apps findest du im App Store einfach nicht. Also die kommen überhaupt nicht auf den Schirm. Also auch wenn ich suche, da habe ich irgendwie ein Leerzeichen zu viel. Was weiß ich. Also diese implizite Annahme von, es ist in der Form vorhanden, deswegen ist die Funktionalität und Suchbarkeit mit dabei, ist eine Annahme, aber muss nicht. Der Benjamin-Effekt.
Kennt ihn jemand? Genau. Entweder so, das spricht, also ich höre einen, ich höre einen Namen, zum Beispiel Norbert, und ich gehe davon aus, der ist 50 plus. So, ja. Also ganz oft am Telefon höre ich, Sie sind Herr Lang? So, ja. Wie alt sind Sie denn? Ja. Ja, funktioniert auch mit Firmenzugehörigkeit. Ja, also jemand, der bei Google arbeitet, ist natürlich innovativ. Ganz klar. Ihr merkt, was ich meine. Projektion, der Klassiker. Man schließt ganz oft von sich auf andere. Das ist so, also wie man es quasi im Alltagsmund beschreiben würde. Aber ich erkenne oft Eigenschaften von meinem Unternehmen. Ja, ich bin im Creative Learning Space und ich rede mit jemand über seine oder ihre Innovationsberatung und dann denke ich, die machen bestimmt sowas. Also quasi, weil ich das mache, weil ich finde das total sinnvoll, was wir tun. Ne? Klar. Und deswegen gehe ich davon aus, andere Leute tun es ja auch so wie ich. Weil ich meine, anders ist ja doof. Ja? Und last but not least, Sympathie. Wenn ich mit Menschen Interviews führe, die mir nicht sympathisch sind, muss ich schon sehr professionell sein, um da nicht implizite Annahmen mit reinzubringen. Ja, also dieser emotionale Trigger ist einfach unglaublich stark. Eine Person, die mir nicht sympathisch ist, hat meine App einfach nur falsch genutzt. Ja. Aber ich komme nicht drauf, also wenn ich nicht mal versucht habe, mit der Person gemeinsam durch die App durchzugehen oder mal die Benutzung getrackt habe oder es anonym mache oder gezielt nachfrage. Ja. Und am Ende, ich mache jetzt nochmal den Bogen zu, wo wir angefangen haben, sind Jobs to be Done ein unglaublich starkes Tool und Sie können zum Beispiel so eine Value Proposition Canvas, wie wir es gehört haben, ganz prima ergänzen, auch eine Empathy Map, ne, Pains, Gains und es, also kennt jemand die Empathy Map nicht? Ist im Prinzip ein Tool, wie wir die Perspektive schärfen können auf was ist im Erlebnisraum einer Person? Ja, also was fühlt die Person? Was denkt die Person? Was hört die Person? Und was sieht die Person? Von Vorgesetzten, Freunden, Umwelt, im Alltag, in ganz speziellen Situationen. Also das ist jetzt in a nutshell. Und es lädt dazu ein, dass wenn ich sage, ich will verstehen, wie es ist, in den Schuhen einer Person zu gehen, dass ich dann auch verstehe, was die Person sieht und hört, weil sonst laufe ich gegen den Mast. Ja? Und ich muss verstehen, was geht im Kopf der Person vor, wenn sie ein Produkt nutzt. Aha, das ist eine schöne Oberfläche. Oh, wie melde ich mich an? Ah, nicht schon wieder über Facebook. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich habe kein Facebook-Profil, keine Ahnung. Also ganz dezidiert reingeht. Und daraus, aus diesen vier Feldern sozusagen, bei denen die Jobs to be done ganz stark in diesem, was tut die Person sind ja, und was denkt die Person, aber nicht was sieht und fühlt und hört, das gehört noch eben mit dazu. Daraus dann die Pains und Gains rückschließen. Ja. Oder erfragen, aber immer in Beziehung setzen mit dem, was in der tatsächlichen Erlebniswelt geschieht. Und da sind wir wieder, um anzuschließen, mit, also eben bei den Pains und Gains in Verbindung mit den Jobs to be Done, mit der Value Proposition und. Das ist, also Tools tun nicht mehr als eine Perspektive verschieben und das, was ich tue, zu strukturieren. Mehr nicht. Ja, und da gibt es natürlich Überschneidungen. Ja. Empathy Map, ein ganz tolles Tool, um den
Fokus zu weiten, ja, um mal in die Breite zu fragen, was passiert da? In die Tiefe, das kann man jetzt hier auch prima anwenden, 5-mal fragen, wieso? Also 5 whys. Und nicht wieso, 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 sondern schon auch im Kontext das Gefühl geben, ich habe quasi aufgenommen, was du meinst, aber mich interessiert, was ist das Motiv dahinter? Was bewegt dich, so zu handeln, das zu sagen, so zu fühlen? Und oft kommt die richtige Erkenntnis, die wahre Erkenntnis echt nach dem 4. oder 5. Mal. Ja, also Menschen sind nicht gewohnt, dass sie sich sofort öffnen können oder sofort erklären können, wieso sie was tun. Wir tun ganz viel einfach intuitiv. Ja? Und also das finde ich total schön. Das ist ein Geschenk in einem Interview, wenn ich 5-mal frage, wie und auf eine gute Art, dann ist es ein Reflexionsgeschenk an den Interviewten. Das sind Fragen, die sich die Person so nicht stellen würde. Ja? Sie wird auf eine Art gefragt, die auch ultra wertschätzend ist. Und ich erfahre sehr Wertvolles. Es ist einfach ein Geben und Nehmen. Dazu noch mal eine kleine Übung, sehr fix. Und zwar 5 Minuten lang nehmt ihr wieder diese Karten und das Objekt ist diesmal ein Handy. Ja, also mal so, frag mal nach, wann war das, also wann hast du das letzte Mal entschieden, dass du dir ein Handy kaufst? Wie war das so? Also was hat dich dazu gebracht? Was gab es für Alternativen? Fragt mal zum Handy und versucht mal, also das, was wir jetzt im Schnelldurchlauf mal genannt haben, pickt euch 2, 3 Sachen raus und habt die mal im Hinterkopf und reflektiert euch selbst, wie ihr fragt, welche Schlüsse ihr zieht. Ja, und ich erwarte nicht, dass ihr da jetzt perfekte Ergebnisse liefert, aber ihr werdet sehen, es fühlt sich anders an, so zu fragen. Ja? Oder sagen wir 3 Minuten. Ja? Also die gleichen Gruppen nochmal schnell zusammensetzen und jeder fragt mal so 3 Fragen. Ja? Letzte Frage. Kommt langsam zum Abschluss.
Nee. Komm langsam nochmal zum Abschluss. Es geht gerade nicht um den Inhalt. Und ich möchte mal um eure, es wird nicht gewechselt, alle Aufmerksamkeit wieder auf mich, so wie ich es gerne habe. Alle Augen nach vorne. Alle Augen nach vorne. Es freut mich, dass ihr so spannende Geschichten zu erzählen habt. Gleichzeitig möchten wir natürlich auch nochmal die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ja, deswegen würde ich an dieser Stelle gerne nochmal eure Aufmerksamkeit genießen. Perfekt. Vielen Dank. Wie war das? Eine Stimme würde ich gerne nur. Oder zwei. Ja. Also ich wurde befragt und der Dieter hat recht, also hat quasi Hypothesen dann nach meiner Antwort, zusammenfassende Hypothesen sozusagen erstellt und gesagt, so nach dem Motto, stimmt das? Also das war ein bisschen ungewöhnlich jetzt eigentlich. Wie hat sich das für dich angefühlt? Du hast gesagt, du hast bewusst so gefragt. Ja, also mir kam es halt darauf an, dass die Aussage, die du gemacht hast, damit auch dann gefestigt wird. Mhm. Nicht, dass es einfach aus dem Bauch raus war, ich glaube, ich will das oder ich glaube, ich habe das getan. War nur nochmal eine Bestätigung. Cool. Ich fand, wir hatten ja auch einen ganz interessanten Anwendungsfall. Ich habe also gar nicht fragen müssen, er hat mir schon freiwillig die Antworten gegeben. Aber das war ganz interessant, weil er kauft keine Handys. Er trägt Handys auf von seinem Sohn. Und der Grund für dieses Auftragen der Handys ist einfach, dass er keine kostbare, ich sag mal, Lebenszeit verschwenden will in der Untersuchung, der Analyse, was ist überhaupt das Richtige Handy für mich, das kostengünstigste, was für mich Sinn macht. Ganz toller Grund, wäre ich nie drauf gekommen. Cool, stark. Ansonsten mache ich einfach noch eine. Oder? Ja. Wir sind nicht allzu weit gekommen, deshalb lache ich. Was ich spannend fand, war jetzt wieder Lisa. Mit ihrer Fragetechnik, die so ein bisschen auch die User-Story abgeklopft ist. Du hast direkt Warum-Fragen gestellt. Genau. Also wärst weiter vorgegangen so, ja. Ja. Mhm. Nun gehen wir davon aus, es ist utopisch, dass man das jetzt einmal hört und dann sofort anwendet und reflektiert ist. Es geht mir darum, wer von euch hat sich ein bisschen überfordert gefühlt? Beim Fragen. Alle anderen leiden an Selbstüberschätzung. Tut mir leid. Nein, es geht darum, das ist, also man muss hier dann gegen seine Natur arbeiten. Ja, das kann man nicht einfach ausstellen. Und deswegen empfehle ich, strukturiert euch die Fragen vor, ja, und ihr könnt euch bei den Fragen, die ihr euch schon mal zurechtgelegt habt und ein, zwei Nachfragen bewusst die Frage stellen, ist das zum Beispiel suggestiv? Schränke ich den Antwortbereich ein, sprich stellt kurze Fragen, ja, und offene Fragen. Also wenn du fragst, ist es das oder das, dann kann die Antwort nur sein A oder B. Aber vielleicht war es C. Gebt durch den Kontext eine Atmosphäre mit, in der jemand wirklich auch auf die Art antworten würde, wie ihr das haben wollt. Also zum Beispiel ehrlich oder offen. Das sind ganz oft einfach
Also wenn du fünfmal fragst, wieso, kommen ganz oft einfach persönliche Antworten. Ja? Die gibt man nicht einfach irgendwo, irgendwie. Und das, was ich euch jetzt so an Beobachtungsfehlern mitgegeben habe, das braucht ihr natürlich in der Interviewsituation selbst. Also ne, wenn jemand jetzt besonders hübsch ist, dann, also ich habe viel Recruiting gemacht, ich bin ganz ehrlich, ich muss dann irgendwann mittendrin dann sagen, nee, Moment, du bist viel zu nett. Ja, also muss ich selbst immer wieder Punkte geben, wo man sich denkt, okay, jetzt muss ich mich selbst nochmal ganz kurz checklistenartig hinterfragen, so, ist alles klar? Okay, ich glaube, ich bin safe. Ich bin nie safe, aber relativ. Ja? Und dann gibt es die Beurteilungsfehler und die checkt ihr im Nachhinein. Ja? Also dieser Halo-Effekt beispielsweise, ja, dass eine Eigenschaft alles andere überstrahlt, das ist auch schon im Interview unpraktisch, weil dann frage ich nach den Sachen nicht mehr. Aber noch schlimmer ist dass ich es hinten raus nicht gesehen habe und das einfach als Annahme mitschwingen lasse. Ja, also dann lieber hinten raus sagen, okay, eigentlich kann ich nur das sagen, ich muss jetzt mit dem halt arbeiten. Oder die ganzen Annahmen hinten raus eben nochmal testen. Ja? Ich will nicht mehr als euch da sensibilisieren. Und damit bin ich eigentlich auch schon durch. Und zwar möchte ich noch mal die Möglichkeit geben, dass ihr Fragen stellt, weil ich gehe mal davon aus, das weckt Fragen. Wir können hier gerade auch noch mal die Möglichkeit aufmachen, dass der Eckart mit da vorne dazukommt und ihr dann an beide Fragen stellen könnt. Oder ich nehme das ab und wir reden beide in das Headset? Oder? Für mich besser. So, dass du noch ein Mikro. Ja. Jawohl, da vorne. Du hattest ja gemeint, dass du sozusagen den Wortlaut von den Fragen ja einen ganz starken Wert drauf gelegt hast. Inwieweit verwendest du die Fragen wirklich in diesem Wortlaut? Oder ist es dann doch eher irgendwann intuitiv oder halt anders, wie es gerade sozusagen zur Situation passt? Also ich sag noch mal ganz kurz was zu dem Fragenset. Also verschiedene Dinge. Einmal sind es Grundlagenfragen, die man benutzen kann, um eigene Fragen darauf aufzubauen. Und man geht auch nicht die Fragen von 1 bis 50 durch, so sequenziell, sondern man bereitet sich auf jedes Interview vor und schaut, welche Fragen sind denn überhaupt sinnvoll. Und sie sind auch nicht erschöpflich, also man kann nicht alles damit abdecken, was geht. Aber sie sind eine Grundlage, um ein ganz gutes Interview zu strukturieren. Und du hast es ja auch schon gesagt, Norbert, das ist ein dynamischer Prozess. Das heißt, du hörst was, musst es verarbeiten und dich fragen, ist die Antwort, gebe ich mich damit zufrieden oder frage ich da nochmal nach? Also es soll ja ein ganz dynamischer Prozess sein. Und deswegen ist es also wichtig, zu verstehen, dass man die nicht als statisches Tool nimmt. Und einen Tipp habe ich auch nochmal für diejenigen, die Fragen wirklich anwenden wollen. Eine tolle Technik, die ich bei Seibert gelernt habe, ist, die Fragen, die man vorselektiert hat, vor sich auf dem Tisch auszubreiten. Weil das hilft einem, den Überblick über die Fragen zu bekommen und dann dynamisch damit umzugehen. Und wenn man das Interview vielleicht zu zweit macht, kann der Zweite einem noch mit anderen Fragen je nach der Situation versorgen und kann diejenigen aussortieren, die der Kunde schon beantwortet hat, obwohl er gar nicht gefragt wurde. Das gibt es nämlich auch oft den Fall. Also, wie gesagt, es ist kein statischer Prozess und die Werkzeuge, die wir haben, sind einfach nur Werkzeuge und die Werkzeuge müssen wir halt richtig einsetzen und das heißt halt, damit flexibel umzugehen. Ich habe noch eine Ergänzung dazu und zwar ist es auch ein dynamischer Prozess auf einer höheren Flughöhe und zwar es macht Sinn, Interviews gleichzuhalten, um sie eben zu vergleichen, klar. Aber es braucht auch einen Lernprozess, ja, so Lean Startup. Man muss auch sehen, also welche Fragen und welche Formulierungen funktionieren gut. Und also ich habe früher für die Lufthansa
viel Auswahl gemacht. Und was wir immer getan haben, ist im Psychologenpool zusammenkommen und ganz offen sagen, du, ich glaube, das Interview, da habe ich einfach 1, 2, 3, 4 Fehler gemacht, und sich austauschen und schauen, okay, wie hättest du es vermeiden können? Was hat das vielleicht mit der Person gemacht? Also du bildest in der Gruppe Hypothesen, was das jetzt hat auslösen können. Und in so einem Lernprozess über das Produkt gehört immer auch ein Lernprozess zu dir als Messinstrument mit dazu. Ja? Ja. Das kann ich nur unterstreichen, absolut. Das sind so diese 2 Levels of Learning. Einmal über das Subjekt selber, was man behandelt, aber auch über diesen ganzen Prozess. Ja. Und es ist auch wichtig, und das empfehlen wir auch jedem, diese Interviews aufzuzeichnen und sich das natürlich das Okay abzuholen, dass es okay ist, die aufzuzeichnen und sich hinterher nochmal gemeinsam anzuhören. Und da hören verschiedene Leute, hören verschiedene Dinge raus. Und dann ist dieser Prozess des Verarbeitens, was ziehen wir aus diesen Antworten, aber natürlich auch, wie du gesagt hast, was können wir das nächste Mal besser machen. Und die ersten Interviews, da darf man sich einfach nichts vormachen, die versemmelt man. Ja, die versemmelt man. Also mein erstes Interview, ich kann mich genau erinnern, ich habe 3/4 Stunde da gesessen und habe kaum was gelernt, weil ich mich einfach zu starr auch an die Regeln gehalten habe und habe dann hinterher aber gesagt, okay, nächstes Mal, da fragst du, da gibst du dich nicht zufrieden mit der Antwort, da gehst du einfach tiefer, fragst du mal dieses Warum und verpackst es natürlich. Und da lernt man also unwahrscheinlich viel, und das zweite, dritte Interview, das geht schon viel besser. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil du hast gerade auch ein schönes Stichwort gegeben. Es geht ja nicht nur um das Fragen, sondern es geht auch darum, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das ist ein ziemlich komplexer analytischer Prozess. Ich habe aber, meine Frage ist jetzt eigentlich eine andere. Ist eine, und zwar, vielleicht noch vorausschickend. Ich bin qualitative Marktforscherin. Das heißt, Kunden zu befragen ist mein Beruf seit über 25 Jahren. Und von daher habe ich natürlich sehr, sehr kritisch auch auf die Fragen geguckt und finde die aber auch alle sehr sinnvoll und passend, wenn ich so von der linken Seite komme. Aber eine Frage, die hier noch im grünen Bereich ist, die eigentlich für mich rot gehört, sage ich ganz ehrlich, ist diese Frage des Warums. Warum haben Sie ein Produkt gekauft? Und mich wundert es, warum die hier mit auftaucht, weil ich glaube, das ist eigentlich allen klar. Also ich fand es spannend, gerade zu beobachten, dass in beiden Interviews, in denen ich jetzt dabei war, sich die Interviewer sofort auf diese Frage gestürzt haben. Und es ist nämlich das Problem, dass jeder glaubt, das ist die wichtigste Frage und die kann man direkt stellen. Und im Übrigen, vielleicht kleiner Hinweis, bei euch auf der Website gibt es gerade einen ganz tollen Blog von der Julia Jankowski zum Thema Warum-Fragen, warum Fragen problematisch sind. Sehr lesenswert für alle hier. Und das ist die einzige Frage, wo ich mich frage, warum habt ihr sie hier aufgenommen? Also denn ich finde sie hochgefährlich. Das ist die jedem Laien sofort einfällt. Ich möchte wissen, warum jemand irgendwas tut, also frage ich ihn, warum tust du das? Und das ist ja eigentlich das, was ihr ja den ganzen Abend versucht, hier eigentlich zu vermitteln, dass es um die richtigen Fragen geht. Und ich würde behaupten, die Warum-Frage gehört ganz brutal einfach gestrichen. Ja. Oder nur sehr, sehr bewusst an einer bestimmten Stelle eingesetzt. Also man muss natürlich die Fragen sehr bewusst einsetzen. Und hier gibt es auch eine ganze Reihe von Fragen. Extra eine Kategorie, wo man vorsichtig sein sollte. Ja, alles im Prinzip, worum es bei dem Produkt gibt, weil man ja nicht in diese Produktdiskussion reinkommen will. Trotzdem will man irgendwo einen Startpunkt haben vom Kunden, um mit dieser, sagen wir mal, mit dem Warum weiterzukommen. Und da ist es für mich so eine Einstiegsfrage. Man darf es natürlich nicht damit zufrieden geben, sondern man muss es dann nochmal hinterfragen, warum hat er denn das Produkt wirklich gekauft? Aber er kann schon mal aufgrund dieser Frage was einfach erzählen. Ja? Es ist eine Einstiegsfrage. Es ist eine Einstiegsfrage. Ganz für mich genau. Wäre es eher eine zusammenfassende Frage. Man Wenn jemand sehr lange schon reflektiert hat, dass man es dann nochmal auf den Punkt bringt. Das sollte man auf jeden Fall auch machen. Da sind auch einige Fragen hier im Set drin, indem man diese Kaufgeschichte nochmal zusammenfasst. So, jetzt gebe ich das nochmal mit meinen eigenen Worten wieder und so, ich habe es so verstanden. So. Und dann kann einem Kunde ja sagen, ob man das richtig gemacht hat. Und so kann man die Frage auch verwenden. Aber man versucht irgendwo einen Einstieg zu finden
Wie gesagt, man gibt sich vielleicht dann nicht zufrieden mit der Antwort. Ja, was erstmal die vorgeschobene oder die Antwort ist, die dem Kunden zuerst in den Sinn kommt. Aber wir haben ja erlebt, wir müssen ja in dem Eisberg tiefer gehen und deswegen ist es also nicht so einfach, dass man sich damit zufrieden gibt. Aber die grundsätzliche Frage nach dem Warum ist schon wichtig. Aber wie der Norbert auch gesagt hat, wir müssen es auch auf eine sinnvolle Art und Weise machen, dass wir auch wirklich dahin kommen, wo wir hinkommen wollen und wo wir uns zufrieden geben können. Und ergänzend dazu, ich sehe deinen Punkt. Also ich habe auch gelernt, warum Fragen No-Go. Aber also das Wort warum impliziert, also jemand muss sich rechtfertigen. Das ist das Problem zunächst einmal. Gleichzeitig ist das, was wir tun in dem kompletten Kontext, wir zeigen Interesse für die Person und sind offen gegenüber der Person. Und wenn diese Atmosphäre herrscht von, hey, ich will wirklich verstehen, was du da tust, hey, warum hast du das denn gekauft? Dann kommt es schon komplett anders drüber. Im Vergleich zu, ja, warum hast du das denn gekauft? Ja. Zum anderen, das Kartenset hat ja genau eine Riesenaufgabe. Die Hauptaufgabe ist, beschränk dich nicht auf die Frage, warum. Ja, also das komplette Setting, die Tatsache, dass du das Kartenset nutzt, vermeidet, dass du nur fragst, warum. Ja, das, und da tut es mir dann als Interviewer nicht so weh. Trotzdem, also muss man aufpassen, das stimmt. Nur ich sehe den kritischen Punkt nicht quasi automatisch. Aber ja. Also ich will noch ganz kurz etwas ergänzen. Die Fragen, die Karten sind zweiseitig. Und hier hinten ist so eine Erklärung drauf, warum wir diese Frage fragen. Weil wir letztendlich auf die Beauftragung kommen wollen. Und das ist sozusagen diese Einstiegsfrage, um die Beauftragung herauszufinden. Also ich finde es ein bisschen zu sophisticated. Am besten mit Mikro. Ich finde es fast ein bisschen zu sophisticated nach vielen Interviews, die ich auch so geführt habe, ob man die Warum-Frage stellt oder nicht. Ich glaube, es gibt ja in der Psychologie noch ein weiteres Konstrukt. Das ist für mich fast wichtiger, ist das Thema Resonanz, was entsteht zwischen zwei Menschen. Und da spielt es weniger eine Rolle, was ich sage. Das geht vielleicht in das, was der Norbert eben gesagt hat. Und das hat übrigens bei der Personalauswahl, das hat mir sehr gut gefallen, eben auch mit den Hypothesen. Ich habe für Lufthansa dieses Auswahlverfahren 93 entwickelt, was du später gemacht hast. Habe viel Interviews geführt. Wenn ich heute Leute einstelle, lasse ich mich interviewen. Weil wo ich mehr am meisten weiß, bin ich über mich selbst. Und ich gucke, kommen die mit mir in Resonanz, kriegen die Sachen raus, ja, die ich ungern sage und ich fühle mich damit gut oder ich kriege Sachen raus, die ich selbst noch nicht weiß über mich. Und das ist für mich weitaus hilfreicher, als wie dass ich irgendwas versuche, wo die super vorbereitet sind auf die Fragen, die man heute bei Jobinterviews macht. Also lasse ich mich gerade bei Leuten in unserem Umfeld, wo es um Empathie geht, interviewen, so wie eben. Mhm. Ja? Und gucke, fühlt sich das gut für mich an? Ob die mit warum anfangen oder am Ende, ist mir scheißegal. Ja? Und habe ich auch gemerkt, ist nicht das Zentrale. Ich behaupte mal, das kannst du sagen, weil du in dem Feld Profi bist. Ja, also du musst diese Atmosphäre dann auch bewusst steuern. Wer nicht auf die Atmosphäre achtet, ne, der kann mit einer Warum-Frage sehr schnell was anrichten. Das ist das Ding. Also wenn es quasi drumherum stimmt, ist ja alles zum Feinen. Also dann kann ich auch sogar Schimpfwörter nutzen. Also wenn es passt, passt. Ist okay. Aber wenn nicht, dann nicht. Am besten mit Mikro. Also ich gebe dir recht. Ich habe, glaube ich, auch gefühlt die 10 Jahre meines Lebens Interviews geführt auf sämtlichen Positionen, die besetzt werden mussten, von Lagerarbeiter bis Geschäftsführer, CFO und Co. So. Man hat mich ganz oft gefragt in der Einarbeitung von neuen Mitarbeitern, die ebenfalls Recruiting betreiben sollten, die bei mir hospitiert haben. Mensch, Verena, du kriegst Sachen raus, das ist ja krass. Wie machst du denn das? Und ich
behaupte von mir, ich kann Menschen wirklich sehr gut befähigen, Dinge zu tun. Aber ich wusste darauf ganz oft keine Antwort, weil ich gesagt habe, ich mache ganz viel intuitiv. Ich habe einen relativ hohen Empathieanteil schon immer in mir drin gehabt und von daher gehe ich mit dir konform, was das Thema, frage ich warum oder wieso oder weshalb oder provokativ oder auch nicht. Ich glaube, Erfahrung ist das eine, über die man auch Intuition und Empathie erarbeiten kann. Aber das andere ist einfach, also ich persönlich schätze Situationen ein und gucke, wer sitzt da. Kann ich provozieren, kann ich es nicht. Kann ich warum fragen, kann ich nicht. Und das Einschätzen der Gesamtsituation mit dem Menschen gegenüber führt dazu, dass wenn man mir, ich glaube, nachdem ich das 18 Jahre gemacht habe, das ganze Recruiting-Thema, mein Chef sagte, du hältst dich aber nicht an das kompetenzbasierte Interview, liebe Verena. Ich sage, stimmt, will ich auch nicht. Ja, aber dann kriegst du ja nichts raus. Ich sage, doch. Und zwar ganz, ganz, ganz viel mehr als das, was ich rauskriege, wenn ich, warum waren Sie dort, was haben Sie da gemacht, womit waren Sie erfolgreich und so weiter. Also ich bin ganz bei Ihnen, das Warum ist nicht das Thema, entscheidend ist wirklich, wie bewerte ich Situationen und Menschen, die vor mir sitzen. Jo. Und so hast du sicherlich nicht angefangen. Ja, das, nein, so. Entschuldigung, nein. Das ist der springende Punkt. Ne? Also man fängt über Struktur an, genau. Aber man selbst nicht hat, nicht genau. Kann. Und dann lässt man Struktur los. Ich habe im Vertrieb auch so angefangen. Ich habe schwindelige, blöde Interviewleitfäden nutzen müssen, die vorgegeben waren. Und irgendwann waren sie weg. Und als sie weg waren, war ich. Und habe meine Fragen gestellt, war ich erfolgreich mit meinen Kunden. Also, also dieser Interviewprozess soll ja nicht wie so ein Interview oder so, hier gibt es richtig und falsch rüberkommen, sondern es soll ja eine Unterhaltung sein. Und das Wichtigste ist wirklich die richtige Intention. Mit welcher Intention gehe ich in dieses Gespräch rein? Ich gehe mit der Intention in das Gespräch rein, um Empathie aufzubauen, um zu verstehen, wo der Schuh drückt, um hinterher die richtige Lösung herzustellen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Ich würde gerne einen kurzen Kommentar loswerden, weil jetzt zwei Teilnehmer hier von Interviews geredet haben, die beide aus dem Personalbereich kommen und viel, viel Erfahrung haben in Interviews, die dazu dienen, herauszufinden, wie Menschen sind und ob sie zum Unternehmen passen oder auf diesen Job. Das ist was völlig anderes. Das ist ein komplett anderes Interview. Es geht um eine ganz andere Zielsetzung, als wenn ich einen Kunden befrage. Und da geht es mir auch nicht um diesen eine Person Kunde, sondern der Kunde, einer von hoffentlich in mehreren Interviews befragten Kunden, soll mir zeigen, wo der Job ist, was er gerade tut und welche bessere Lösung ich ihm anbieten kann. Das ist eine total andere Intention. Das möchte ich einfach nur noch mal ergänzen. Es stimmt und gleichzeitig sind die dahinterliegenden Muster und menschlichen Faktoren identisch. Also es stimmt und ist aber eingeschränkt. Agree to disagree. Agree to disagree. Ist okay. Ja. Ich frage mal was anderes. insbesondere bei Jobs to be Done hatte ich jetzt ganz viel so den Eindruck, dass ich zu Fragen stellen kann zu Sachen, die Menschen schon machen sozusagen. Und eigentlich, also du hast auch mehrfach angesprochen, ich habe schon ein Produkt und will es eigentlich irgendwie verbessern oder sowas zum Beispiel erweitern, eine neue Zielgruppe erreichen und so. Jetzt habe ich irgendwie eine Idee, die mir mal irgendwie gekommen ist und das gibt es noch nicht so wirklich. Was mache ich denn dann eigentlich? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die kriege ich auch sehr oft. Ja, ich habe ja gar keine Kunden. Mit wem soll ich da überhaupt reden? Also was ich da empfehle, ist, Anfangshypothesen zu schaffen. Und zwar zu überlegen, was könnte das für ein Job sein, den ich mal mit meinem Produkt ansprechen möchte. Welche Leute könnten diesen Job haben? Wie könnten diese Leute den Job heute erledigen? Weil den Job gibt es schon, nur sie sitzen vielleicht nicht am PC zu Hause in ihrem Büro und benutzen bestimmte App, sondern sie sitzen vielleicht im Straßencafé und machen irgendwas, was ich nicht weiß. Wo kann ich diese Leute finden? Ja. Und dann kann man Jobs wie dann Interviews so führen, indem man diese Leute sucht, die diesen angenommenen Job haben und die angenommenen, momentan zur Verfügung stehenden Hilfsmittel einsetzen und kann diese Leute suchen. Aber mit Sicherheit ist es auch wiederum ein Prozess, ein Suchprozess, um erstmal die richtigen Leute zu finden, die ich dafür interviewen kann. Also man darf das jetzt nicht so ganz so eng sehen und sagen, ich tue jetzt Kunden
es sind vielleicht nicht meine Kunden für mein zukünftiges Produkt, es sind Kunden von anderen Produkten, von anderen Lösungen. Und die sollte ich dann, wie gesagt, mit Hilfe dieser Hypothesen finden und dann diese Hypothese validieren oder ich muss sie vielleicht anpassen. Und ich kenne dein Produkt nicht, aber prinzipiell ist es ja auch total interessant, nicht Kunden zu fragen. Ja? Also die, von denen du denkst, die wollen es eigentlich nicht haben, aber mal zu verstehen, also weshalb eigentlich nicht, ist eine unglaublich wertvolle Info. Die kommt zu anderen Antworten. Du fragst dann nicht natürlich nach dem Kauf von dem Produkt, sondern du fragst, ich habe gerade letzte Woche die Diskussion mit jemandem gehabt, du fragst nach der Beauftragung, warum hast du jetzt dieses XYZ beauftragt? Was oder warum nutzt du diese Lösung? Oder was hast du dir selber gestrickt? Wie löst du dir das Problem? Also da muss er sich ein bisschen von der Enge der Fragen lösen hin zu dem, was steckt eigentlich im Geiste hinter Jobs to be done, ja, um diese Beauftragung herauszufinden. Ja, ich wollte nochmal nachfragen, jetzt die Abgrenzung zu Design Thinking zum Beispiel. Also ich glaube, ich habe es so ein bisschen begriffen, dass da so ein bisschen eine Trennung zwischen Bedürfnis und dem eigentlichen Problem oder der Aufgabe ist, die dahinter steckt, dass das irgendwie näher am Problem sitzt vielleicht. Aber bei Design Thinking haben wir ja auch einen riesen Methodenbaukasten. Ne? Also ich habe jetzt bei Jobs to be Done im Prinzip nur immer von Interview gehört. Also gibt es da auch andere Möglichkeiten? Also es gibt auch viele Überschneidungen. Ne? Hier stehen ja auch bei den Fragen, steht ja auch ganz viel über Bedürfnis. Also sind ganz viele Bedürfnisfragen dabei, die ja auch in Richtung Design Thinking gehen. Mhm. Und Empathy Map ist ja auch aus Design Thinking. Wo ist denn da die Abgrenzung? Ja? Oder gibt es da auch noch andere Tools außer Interview bei Jobs to be Done? Also bei Jobs to be Done Es gibt natürlich viele Dinge, mit denen man Marktforschung betreiben kann. Es gibt viele Fragen, die man stellen sollte, die einem helfen, wo man suchen kann, nach wie Leute ihre Probleme heutzutage lösen. Also ich empfehle eigentlich schon auch einen Mix an Methoden, aber gerade wenn es darum geht, die Motive rauszufinden, kommt man nicht umhin, nach dem, also Motiven zu fragen, weil rein Beobachtung zu machen und nicht mit den Leuten zu sprechen, da macht man einfach viel zu viele Annahmen. Ja? Dann interpretiert man das selber. Deswegen ist so die sinnvollste Methode, die ich bisher gesehen habe, ist Interviews zu führen nach diesem Schema und auch nicht hypothetische Fragen zu stellen, sondern nach der Erfahrung zu fragen und dann den Job zu identifizieren. Natürlich, wenn man dann das mit dem Produkt auf den Markt geht, dann kann man natürlich noch ganz andere Sachen machen. Dann Abgrenzung zu Design Thinking. Es gibt schon ein paar Dinge, die ganz anders sind bei Jobs to be Done. Einmal schaut man sich nicht nur diese User an, die das Produkt heute benutzen, wie du auch gesagt hast, man schaut auch bewusst diese Nicht-User an. Ja, was beauftragen die heute? Und nicht jetzt nur die da zu extrapolieren von den Usern und da auch Annahmen zu machen. Man, wie gesagt, man benutzt auch keine Personas, sondern man geht auf den Job. Und dann die Metapher letztendlich, die Metapher, über die wir die ganze Zeit sprechen, mit den Jobs, mit der Beauftragung, ist etwas, das gibt es auch nicht im Design Thinking. Trotzdem sage ich nicht, dass Design Thinking überhaupt nichts Gutes ist. Es ist eine ganz super Methode. Ich würde sie nur ergänzen. Ich würde sie ergänzen mit Jobs to be Done, so als vielleicht allererstes Ding, was wir machen, um überhaupt dann später über das Produkt nachzudenken. Ist jetzt also in meiner mentalen Landkarte schwebt Design Thinking oben. Das ist ein sehr viel breiteres Mindset. Es geht um ganz andere, also um breitere Fragestellungen. Ja, also hier waren wir die letzten 3 Tage beim Global Service Jam und haben aus einem völlig unsinnigen Videoschnipsel eine Design Challenge gemacht. Eine Service Design Challenge. Ja, und also war ich als Design Thinking Moderator und da waren die Fragen, die ich gestellt habe, ganz andere. Ja, also da geht es erstmal darum, wie machst du den Fokus weit, ja, und mit völlig irrsinnigen Assoziationen. Hier versuchst du ja zu verstehen, gehst in die Tiefe, machst es zu und das ist eine Möglichkeit, wie du
in einem ganz spezifischen Abschnitt von Design Thinking mit einer sehr spezifischen Frage sehr effektiv fragen kannst und verstehen kannst, was bei der Person eigentlich abgeht. Ja, aber das eine groß und das andere in sich groß, aber kleiner. So. Genau. Ja. Ja, ich hätte mal eine, vielleicht eine Idee auch, wenn dieser Meta-Job Fortschritt erzielen, also dieses Ziel, jeder möchte Fortschritt erzielen, sozusagen erschöpfend begrifflich definiert werden kann, gibt es vielleicht auch so sowas wie ein Telefonbuch für Jobs? Also sag ich mal, ein Verzeichnis an Grundjobs, das die meisten Leute in der westlichen Konsumwelt vielleicht wollen? Gibt es sowas schon oder hat jemand sowas schon mal angefangen? Es gibt sowas wie eine Art Jobmap. Das wird von einer bestimmten Jobs-Bedarf-Richtung propagiert. Also das kann man sich mal anschauen. Ich selber bin da jetzt nicht so der Fan davon, weil ich es einfach zu restriktiv empfinde und wir eine bestimmte Flughöhe brauchen, um überhaupt Innovationen schaffen, also richtige Innovationen schaffen zu können. Und da schaue ich mir ehrlich gesagt nicht diese Jobsmap an. Weil für mich ist sie irgendwie zu eng und zu bestimmt. Also ich bin da nicht so tief drin wie du. Für mich ist das ein Logikfehler. Also ich nutze die Jobs to be dann, um individuell was zu erfahren. Und ab dem Moment, wo ich den Katalog aufmache, ist es ja nicht mehr individuell. Also das ist genau richtig. Ja. Ich schaue mir eher vielleicht Maslow an, die Maslow-Pyramide. Und schau mir an, okay, was gibt es da für Layer überhaupt? Aber wir wissen, Maslow ist viel zu allgemein. Ja, das sind keine Jobs, das sind Bedürfnisse. Und für mich ist so die Jobs-to-be-done-Theorie dieses Bindeglied zwischen Maslow auf der einen Seite und einem Kundenprofil auf der anderen Seite, wo wir das endlich mal verstehen und definieren können und ausdrücken können und darauf was anbieten können, was aufbauen können. Lisa, eine letzte Frage. Also ich habe jetzt Jobs-to-be-done so verstanden, als eine Methode, mit der eigentlich jeder seine Kunden befragen kann, um wirklich die dahinterliegenden, wie ihr sagt, Jobs oder Bedürfnisse oder sowas auch zu erkennen. Meine Frage ist, also ich würde sie übrigens einordnen, wenn ich jetzt so im Design Thinking denke, würde ich sie an die Stelle, wo die Observe-Phase ist, einordnen. Vielleicht nicht nur, aber da sind Interviews ja auch eine gute Möglichkeit, um an diese Punkte zu kommen. Meine Frage ist, Jobs to be done, was ich bisher mitgekriegt habe, sind die Fragen, auch dein Fragenkatalog. Gibt Jobs to be done, also als Konstrukt, als Philosophie oder als auch Angebot, auch konkret Antworten, wen befrage ich denn, wenn ich jetzt mich an das Thema ranmache, wie viele Kunden sollte ich befragen, wie sollte ich die Kunden auswählen, gibt Jobs to be done konkrete Anweisungen, wie ich mit den Interviews umgehe, soll ich sie aufzeichnen, soll ich sie dokumentieren, wer sollte die Interviews führen, der quasi involviert ist oder vielleicht ein Kollege, der ein bisschen distanzierter ist und so weiter. Gibt es solche konkreten Hilfsmittel auch für all diejenigen, die sich jetzt aufmachen, sinnvollerweise aufmachen und bevor sie irgendwie auf die Welt losrennen und neue Produkte ihnen eröffnen, sozusagen erstmal hinzugucken, was will der Kunde, was braucht der Kunde? Ja, das sind ganz, ganz wesentliche Fragen, die man beantworten sollte. Das war natürlich heute kein vollständiger Workshop. Ich spreche über viele dieser Fragen, also gerade zum Recruitment, wer sollte interviewt werden, wie viele Interviews soll man machen, in dem Workshop, weil das ist ein großer Teil, das ist ein ganz wichtiger Teil. Das ist auch ein Teil, wo ich oft bei Firmen merke, die haben kein richtiges, gutes, vertrauensvolles Verhältnis mit ihren Kunden, sodass sie relativ einfach Leute rekrutieren können. Da sollte man nämlich auch mal drüber nachdenken, wie kultiviere ich einen Stamm von Kunden, die ich befragen will zu ihren Jobs. So Hausmann-mäßig würde ich sagen, so ab fünf Interviews fängt es an, interessant zu werden, dass man Erkenntnisse
gewinnt. Also 5 Interviews, würde ich sagen, pro Job, den man vielleicht identifiziert hat. Weil man braucht eine Gewinn, obwohl es ein qualitativer Prozess ist, braucht man eine bestimmte Quantität, um überhaupt hinterher Muster rauszufinden und zu sagen können, hier, da ist ein Muster bei diesem Job. Das haben wir also von mehreren gehört und können sagen, okay, das ist ein Job, ein größerer Job, den mehrere Leute haben. Wen man interviewen will, eigentlich kann man, also am einfachsten ist natürlich eigene Kunden zu interviewen, die vielleicht vor 3-4 Monaten gekauft haben, weil da ist es so relativ frisch in Erinnerung, wo war dieser Gedanke, wo kommt der überhaupt her? Man kam so die erste Diskussion im Unternehmen auf oder bei dir als Einzelperson, wann hast du den ersten Gedanken gehabt? Wann hast du angefangen von der passiven Suche zur aktiven Suche überzugehen? Und ab wann hat die Uhr getickt, wo du gesagt hast, jetzt brauche ich eine Lösung, weil das sind ganz diskrete Events innerhalb dieser Customer Journey, bis du dann zu dem Punkt kommst und sagst, jetzt tickt die Uhr, jetzt muss ich was tun. Wenn ich das jetzt nicht mache und keine Entscheidung treffe, dann passiert etwas. Und das ist also ein relativ komplexer Prozess, es gibt ein Buch, das ist von diesen zwei, von Chris Speck und Bob Meister, ist auf Englisch, ist so eine kleine Fibel, kann man über Amazon kaufen. Ich habe es jetzt nicht mitgebracht, aber wenn man Jobs wie dann bei Amazon eingibt, dann findet man dieses Buch. Ich habe es auch, wie gesagt, in meinem Workshop übersetzt auf Deutsch. Aber wer dieses Buch haben will, der kann sich das kaufen und kann sich diese praktischen Tipps selber sozusagen zu eigen machen. Genau. Okay, 3 Stunden Action haben wir jetzt hinter uns. Respekt an alle. War sehr, sehr intensiver Austausch. Vielen, vielen Dank an euch beide. Ich würde es einfach mal jetzt in den 1:1 oder 1:N Austausch dann nochmal übergeben, aber in kleineren Runden. Insofern vielen Dank, dass ihr alle da wart. Einen guten Heimweg euch. Bleibt dem Lean Startup Circle treu. Wie gesagt, in Q2 wird der Norbert entsprechend was organisieren in Frankfurt beim Social Impact Lab. So viel können wir schon bekannt geben. Einfach über Xing oder Facebook Lean Startup Circle weiter begleiten und dann sehen wir uns im April oder im Mai? Ich meine Mai. Ja, aber im Mai im Rahmen der Web Week ist es angedacht. Genau. Alles klar, dann vielen Dank euch und schönen Abend noch. Vielen Dank.